Ja, hallo, Armin Staudt am Bildschirm. Heute geht es um Glanz. Glanz haben wir ganz oft in der Porträtfotografie entweder zu viel oder zu wenig. Und diese beiden Möglichkeiten, die will ich jetzt mit zwei kleinen Tricks ganz kurz abdecken. Ja, wir fangen mal an mit zu viel. Ihr seht klar, hier ist zu viel Glanz. Ja, es gibt bestimmt noch bessere Beispiele, wo das noch feuchter, speckiger, fleckiger ist. Ja, aber auf die Schnelle habe ich jetzt kein besseres gefunden. Natürlich, wir sind jetzt noch in Lightroom, können wir erstmal versuchen, mit den Lichtern das hier auszugleichen. Ja, und ihr merkt, ah, da wird man zu dunkel, da muss man die Belichtung wieder hochholen. Also wir suchen uns irgendwie so einen Mittelwert hier raus. Hier haben wir jetzt schon wieder ganz gut Zeichnung überall, aber hier haben wir jetzt noch eine Glanzstelle. Und jetzt sagen wir, okay, das geht jetzt irgendwie nicht mehr besser in Lightroom. Wir müssen jetzt rüber nach Photoshop, weil wir müssen hier eh noch retuschieren, wie man hier sieht. Und deswegen machen wir das jetzt gleich auch in Photoshop. Ich öffne das mal als Smart Objekt in Photoshop. Wir öffnen das in Photoshop als Smart Objekt. Ja, jetzt kommt das so langsam. Ich weiß auch nicht. Manchmal ist Photoshop schnell, manchmal ist es langsam. So, da sind wir schon. Gehen wir mal gleich auf 100% und sehen, na klar, sind diese Stellen hier ausgerissen. Ja, das ist nun wirklich weiß, weil wir haben drumherum noch genug Struktur, um eventuell hier noch was reißen zu können. Trotzdem würde ich euch raten, bevor ihr euch mit dem Glanz beschäftigt, erstmal die Retusche zu machen. Das mache ich jetzt aber echt jetzt super flott, weil das ist jetzt nicht Thema dieses Tutorials. Das ist das Thema des vorigen Tutorials, was ich gerade eben vor 10 Minuten aufgenommen habe. Deswegen mache ich jetzt hier eine ganz schnelle Retusche. Manchmal kann man auch kleine Glanzstellen schon mit dem Es gibt es einfach nicht mit dem Reparaturpinsel. Ich kann es mir einfach nicht merken. Mit dem Reparaturpinsel machen, ja. Aber ihr seht, das wird immer weicher, immer weicher, immer weicher, immer weicher, immer weicher, ja. Und irgendwann haben wir ja da keine Poren mehr. Deswegen ist das nicht unbedingt immer eine Option, das mit dem Reparaturpinsel zu machen. Gehe nochmal auf J, machen wir nochmal diese Hautunreinheit hier weg. So, das soll uns jetzt mal reichen. So, das geht ganz einfach. Wir reduzieren das Dokument auf eine Ebene, aber nicht indem wir alle Ebenen reduzieren, sondern eine neue erstellen. Also mit Befehl Alt Shift und E kriegen wir jetzt hier eine Ebene, die aus allen anderen, egal wie viele das sind, reduziert wurden. Jetzt brauchen wir eine Maske. Die legen wir uns jetzt an. Und jetzt brauchen wir eine Maske, die uns Details erhält. Nämlich da hier bei Porträts Rot vorherrschend ist, brauchen wir eine Maske, die uns die roten Anteile hier erhält. Und das machen wir irgendwie ganz einfach, indem wir eine Bildberechnung hier machen. Ja, seht ihr, ich habe mir hier auch einen Kurzbefehl für angelegt. Bild- und Kanalberechnung sind so Sachen, ah, die macht keiner gerne, weil das irgendwie kompliziert ist. Ja, aber hier in diesem Fall ist das irgendwie ganz einfach. Wir fügen das zusammen, nehmen uns den Rotkanal, ja, und machen das einfach auf normal 100%. Das war's schon. Mehr brauchen wir nicht. Zack. So, und jetzt haben wir hier die Rotanteile. Ja, ihr seht, so viele Details sieht man hier jetzt nicht. Wenn wir jetzt gleich damit so eine leichte Beauty-Retusche verbinden wollen, dann können wir jetzt diese Maske noch mit dem Matter machen Filter. Okay, jetzt wollte ich schon wieder meinen Kurzbefehl verwenden. Weichzeichnungsfilter, wo ist denn der? Matter machen. Ja, Matter machen hat nämlich den Vorteil, dass der weichzeichnet, aber Kanten erhält. Und dann nehmen wir jetzt einfach die Standardeinstellung, die ihr jetzt bei mir nicht seht, weil ich den schon vorher verwendet habe. Das ist nämlich 5 und 15. Jetzt zeichnen wir die Maske ein bisschen weich. Was jetzt ganz wichtig ist, ist, wenn wir mit dem Glanz arbeiten, dann arbeiten wir niemals auf der Maske, sondern auf dem eigentlichen Bild. Ja? Weil die Maske soll uns bestimmte Details erhalten und auf dem Bild wollen wir den Glanz wegmachen. Jetzt nehmen wir mit B, nehmen wir uns einen Pinsel, drücken einmal auf die 1, sodass wir hier oben 10% haben. Ja, viel mehr würde ich da nicht nehmen und machen die Kante ganz weich. Das seht ihr jetzt nicht, gehen wir auf 100%. Seht ihr das hart weich? Ja, nochmal auf 10%. Und jetzt nehmen wir uns hier eine Farbe, die uns gefällt, und dann malen wir über dem Glanz rüber. Ja, damit kann man zum Beispiel auch jetzt, wenn mir das hier zu rot ist, kann man jetzt auch schon so leicht so Farbflecken ausgleichen. Ja, seht ihr, jetzt wird das so ein bisschen dunkler. Ja, und die Details von den Poren bleiben eigentlich erhalten. Aber ich kann hier leicht den Glanz, leicht, ja, also so hundertprozentig nicht, ja, indem ich hier einfach so eine Farbe rübernehme. Hier kann ich das auch machen. Ihr seht, das wird dann irgendwann unnatürlich, ja. Aber so ganz leicht kann man das machen. Und das war es eigentlich schon mit dem Trick. Ja? So, vorher, nachher, vorher, nachher,
bisschen weniger Glanz. Ja? Ein bisschen Glanz ist ja auch okay. Ich meine, Glanz schafft ja auch Volumen. Aber manchmal wollen wir das halt einfach nicht haben und dann können wir das mit der Methode machen. Ja? Also Kanalberechnung, Quatsch, Bildberechnung auf eine Maske angewendet, Rotkanal 100% zusammenfügen und auf no Modus Normal gehen. Ja? Ich kann es ja hier nochmal. Naja, ihr habt es ja eben schon mal gesehen. Ja? Das wäre die eine Methode. Die andere Methode ist, das muss ich aber machen, bevor ich hier retuschiere. Ja? Das heißt, die Ebene wieder weg. Ich erstelle eine unabhängige Kopie von der Ebene, indem ich hier in die Ebene rechtsklicke und dann neues Smart Object durch Kopie. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann gehe ich in den DNG-Konverter. Und jetzt will ich nur die Lichter bearbeiten. Jetzt mache ich halt hier die Lichter runter. Das funktioniert aber nicht immer, weil das an manchen Stellen wird es dann einfach grau. Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht das super Beispiel hier, ja, sondern es wird halt grau. Und das sieht jetzt vielleicht hier nicht so grau aus, aber wenn ich das jetzt hier in dem Bild einfüge, ja, ich erstelle hier also eine Maske, die invertiere ich mit Apfel I. Jetzt sehe ich nichts, nehme mir einen weißen Pinsel. Ja, jetzt würde ich hier eigentlich nicht 10% nehmen, sondern eher so 20%. Ja, und dann kann ich hier auch, ja, seht ihr, das ist die Maske. Da, hier habe ich die Lichter runtergedreht, das ist mein Original und kann hier auch zum Beispiel die Lichter wegmachen. Ja. Das müsst ihr von Fall zu Fall entscheiden. Es ist mal so besser, mal so besser, mal wird es hier zu grau, wenn ich die Lichter runternehme und mal ist halt die andere Methode mit der Bildberechnung besser. Ja. So, das kann ich natürlich nur machen, wenn hier noch keine Retusche ist, weil die Retusche wird ja in der Helligkeit dadurch auch verändert. Das heißt, hier mache ich die Retusche hinterher, bei der Bildberechnung mache ich die Retusche vorher. Ja. Das wäre der eine Trick. Okay. So, jetzt gibt es Fälle, vielleicht zum Beispiel in diesem Bild, wo mir dieser Glanz hier ganz wichtig ist. Ja, jetzt wollen wir hier nicht Glanz wegmachen, sondern Glanz hinzufügen. Jetzt nehme ich das mal hier weg. Das ist mein Base-Ordner. Da drin sind immer alle Retusche, Hautpudern, Details reduzieren, Dodge and Burn, bla bla bla. Und hier oben gibt es einen Bereich, der heißt jetzt helle Bereiche. Ja? So, jetzt nehme ich den mal weg, damit ihr mal Vorher-Nachher-Unterschied seht. Eigentlich wollte ich diese Bokehs hier hinten verstärken. Darum ging es mir eigentlich. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich im Grunde mit dieser Technik auch in den hellen Bereichen so eine Art Dodge and Burn machen kann. Ich kann sogar, was vielleicht viele nicht schwierig finden, aber ich finde es schwierig, kann sogar solche Augenreflexe hier verstärken. Ja, guck mal her, ja, wie übertrieben der jetzt ist. Aber für das Bild fand ich das okay. Kann solche Augenreflexe verstärken, ohne hier mit einem weißen Pinsel rein zu müssen, weil das sieht oft sehr unnatürlich aus und es klappt nicht so gut. Da ist man nicht zufrieden, ist man unsicher. Was ich nämlich hier mache, ist durch helle Bereiche vergrößern, einfach einen Bereich, den es schon gibt und der hell ist, den vergrößere ich einfach. Also dann sitzt der auch an der richtigen Stelle. Ja, und das will ich jetzt mal eben zeigen. Das heißt, hier müssen wir das genauso machen. Wir reduzieren jetzt mit Befehl Alt und E das ganze Dokument auf eine Ebene. Was machen wir jetzt? Hängen eine Maske an? Ne, das machen wir erst später. Dann gehen wir auf Filter, sonstige Filter, helle Bereiche vergrößern. So, das funktioniert jetzt aber nur so, wie ich es hier zeige, wenn ihr diese Option hier habt. Ja, rechtwinklig und Rundheit. Ab welcher Version gibt es das? CC irgendwas, keine Ahnung. Früher gab es nur rechtwinklig. Ja, mit rechtwinklig, na, das würde vielleicht auch funktionieren, aber wenn man jetzt hier näher rangeht, seht ihr, dass der jetzt da so ein Quadrat draus macht und dann geht man so in den Bereich von verpixelten künstlichen Bildern. Ja. Natürlicher für unsere Zwecke ist jetzt die Rundheit. Ja. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr das Tutorial vergessen, braucht das gar nicht. So, ich glaube, bei dem Bild habe ich jetzt einen höheren Wert genommen, ich glaube irgendwas um 13 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, nehmen wir mal, ach, ich weiß nicht, nehmen wir mal 11. Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben. So, nehmen wir 11, gucken uns das Ergebnis mal an. Ja, das ist natürlich Schwachsinn, das kann man nicht verwenden, ja, weil für das Bokeh hier hinten schon, ja, um das zu verstärken, heller zu machen, aber hierfür nicht. So, deswegen machen wir das wie immer, eine Maske rein, invertieren die mit Befehl und I. Jetzt ist es wieder ausgeblendet, nehmen uns einen Pinsel und sagen wir mal, das Bokeh hier hinten will ich verstärken, also da mehr Glanz reinbringen, dann nehme ich jetzt einfach 100%, weil mir das so schon gefallen hat und mal hier mit 100% durch so. Und dann bin ich durch über solche Stellen gekommen, dachte ich mir, das könnte man noch eventuell auch für andere Zwecke, also für die Haare oder die Augen benutzen. Ja, so, das muss man natürlich
Ich mache das wie immer im Tutorial, macht man das natürlich irgendwie schneller oder keine Ahnung. Ja, also kann hier, das ist jetzt übertrieben. Ja. So, jetzt habe ich das Bokeh hier hinten verstärkt. Spricht man das Bokeh aus? Ich glaube schon. Ja. Vorher, nachher, bla bla bla. Okay, dachte ich mir, scheiße, die Augen sind ja viel zu dunkel, da muss irgendwas passieren. So, dann habe ich gemerkt, ah, mit 100% ist Kacke, ist zu viel, ja. Funktioniert nicht. Und ich habe dann später gemerkt, als ich das dann auch noch für Dutch und Burn und so benutzt habe, dass ein Wert von 10% im Pinsel irgendwie ganz gut ist. Ganz weichen Pinsel und dann tupft man sich hier so langsam vorwärts. Ja. Hier unten. Und plötzlich hat man Augenreflexe, mit denen ich besser klarkomme, weil, wie gesagt, die ja aus dem Bild heraus entstehen und nicht künstlich da reingemalt sind. Ja, manchmal braucht man das. Ja, vorher, nachher. Ja, das ist doch schon ganz ordentlich. Und das Gleiche gilt auch für die Haare. Ja, da könnte man jetzt sogar hier, wenn man ein Grafiktablett hat, die Strichdicke einstellen und hier mit dünnen 10% Strichen so vorsichtig, ja, wenn man das nicht hat, vorsichtig rübergehen und hier die Lichter verstärken. Das bringt es natürlich nur, wenn man jetzt auch hier im Retuschierverlauf eventuell das hier auch im Kontrast schon angepasst hat. Ja, jetzt haben wir ja hier nur das Helle, was wir einfügen können, nichts Dunkles. Ja, und da kann man dann im Grunde wie Dutch und Burn, nur dass es halt hier um Glanz geht, ja, so eine Art Glanz Dutch und Burn. Und wenn ich jetzt noch hier so ein Schimmern haben will oder hier bei so einem Bild, geht das vielleicht auch mal, ja, oder weiß nicht, also ja, dann kann man jetzt hier relativ grob und schnell jetzt, ja, das kann man natürlich alles viel besser und feiner machen. Ja, aber man kann es auch, na, das ist ja nicht das beste Beispiel, aber man könnte im Grunde das, was man in Dutch und Burn macht, mit dieser Methode auch machen und damit halt, sagen wir mal, mehr Glanz auf einen Stoff bringen. Ja. Also hier bei den Falten funktioniert das. Da gibt es bestimmt bessere Beispiele wie immer. Das Schwierigste an den Tutorials ist ja eigentlich in der Vielzahl der Bilder, die man hat, irgendwie das Richtige rauszusuchen, was irgendwie gerade passt. Ja, und dann kann man sich hier so vorarbeiten. Das muss ich mal eben eine Pause machen. So, badab. Ich weiß nicht, sieht man, gibt es hier noch mehr Stellen? Das könnte man vielleicht ein bisschen heller machen. Ja. Also das Schöne an der Methode ist, sowas mag ich ja, ist, weil das auf den Pixeln basiert, die hier schon im Bild vorhanden sind. Ja, das ist ähnlich wie bei Hautpudern oder Details verstärken oder so. Man setzt hier nichts künstlich drüber, sondern man benutzt die Pixel, die man einfach hier verstärkt hat. Ja, und dadurch sitzen die halt einfach an der richtigen Stelle. Und deswegen kann man hier ganz locker irgendwie drüber malen. Mal gucken, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Ja, also hier sieht man einfach mehr Glanz in den Haaren. So, das ist meine ursprüngliche Maske. Hier habe ich sie ein bisschen stärker gemacht, alles. Ja. Das so viel zum Glanz. Ja. Also probiert mal mit der Technik herum. Helle Bereiche vergrößern ist super. Mit dunklen Bereichen vergrößern klappt das im Grunde auch, dass man halt Bereiche dunkler macht. Aber dann kann man hier auch ein normales Dutch and Burn machen. Dazu musste ich jetzt eigentlich auch mal ein Tutorial machen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und Photoshop schön. Ja, auf Wiederhören. Ach so, ihr habt da total vergessen, jetzt irgendwie zu liken oder zu kommentieren oder mir ein Brot zu spenden. Ja, ich danke euch. Bis dahin und ciao.